ich freue mich jedenfalls, dass ich hier sein darf heute Abend. Ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz, dass wir hier in Düsseldorf diesen internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens feiern und dass wir das gemeinsam feiern können. Der Herr Titt hat mir eben schon die Geschichte, wie das zustande gekommen ist, geschildert. Ich glaube, es ist erstens gut, dass es diesen internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens gibt. Es ist großartig, dass wir, ich glaube, Wiesbaden war die erste Stadt in Deutschland, die den sozusagen offiziell begangen hat, dass wir ganz vorne dran sind. Ich muss auch sagen, das passt auch gut zu Düsseldorf, einfach deswegen, weil Düsseldorf, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren eigentlich seiner ganzen jüngeren Geschichte durchaus beispielgebend ist für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds, unterschiedlichen religiösen Hintergrunds. Wissen Sie, der eine Preisträger Karl Zuckmayer hat mal das Rheinland so schön als Völkermühle beschrieben, und zwar sehr positiv, dass er sagte, im Rheinland haben immer Menschen entweder Zuflucht gesucht oder ihr Glück gefunden, manchmal auch beides, das war immer das Beste, und das Rheinland insgesamt und insbesondere die Stadt Düsseldorf hat dafür auch in vielfältiger Weise profitiert. Und ich glaube, wir sind sehr glücklich heute, und ich glaube, es ist auch ganz bestimmend für das Lebensgefühl in dieser Stadt, dass insgesamt leben hier Menschen aus 180 Ländern. Es leben 40% der Düsseldorfer, haben einen Migrationshintergrund. Und da sind solche wie ich, die aus Süddeutschland zugewandert sind, noch nicht mal mit einbezogen. Und alle diese Menschen machen zusammen eben die Stadt Düsseldorf aus. Und ich glaube, wir sind hier in Düsseldorf eine Stadt, wo wir zeigen, Vielfalt funktioniert als ein Miteinander. Das ist mir mal ganz, ganz wichtig. Wir sind eine Stadt, die in der Tat, sagen wir, sich auszeichnet durch ganz viele Menschen, wie gesagt, unterschiedliche Herkunft, auch mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Aber das läuft in Düsseldorf eben nicht als ein Gegeneinander, das sowieso nicht, aber Gottlob auch nicht als ein Nebeneinander, sondern als ein Miteinander. Das ist das Verständnis, das wir haben, und deswegen glaube ich, passt dieser internationale Tag des friedlichen Zusammenlebens sehr, sehr gut zur Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich habe heute beispielsweise den Mittag die jüdische Gemeinde an den Israel-Tag veranstaltet. Heute Abend ist Fastenbrechen. Am Wochenende war ich in Konfirmation meiner Kinder. Also sagen wir, das religiöse Miteinander, ich glaube, das funktioniert hervorragend. Ich fand es besonders toll, dass vor einigen Wochen gab es den KDWM Cup, ich weiß nicht, ob jemand dabei war. Das ist ein großartiges Fußballturnier, das immer gewissermaßen als Höhepunkt ein Endspiel hat. Da spielen muslimische Imame gegen christliche Pfarrer und der Schiri ist der Kantor der jüdischen Gemeinde. Ich glaube, das ist eigentlich, glaube ich, ganz sinnbildlich für das friedliche Zusammenleben und für das friedliche Miteinander. Das ist mir ganz wichtig, eben der Religion in Deutschland. Deswegen freue ich mich und fühle mich geehrt, dass ich heute Abend mit Ihnen Fasten brechen darf. Ich habe ein bisschen was gegessen, aber noch nicht allzu viel heute, deswegen habe ich auch ordentlich Hunger. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir zusammen feiern.